Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Swords and Soldiers Mama Shawarma Nummer 2. Und was machen wir heute? Heute, nach diesem 165 Minuten Kampf letztes Mal, der wahnsinnigste Kampf, ne? Also wer das nicht gesehen hat, der muss es nochmal erleben. Da passiert nämlich 15 Minuten fast gar nichts. Und alle Menschen schlagen sich die Hände vor die Stirn und sagen, Kreis, du bist ein Doofkopf-Nussgesicht. Du machst alles falsch. Vor allen Dingen auch in anderen Dingen, nicht nur in Videospielen. So. Erhebt eure Stakes, wäre die 6. Und Bonus. Verdammt, es geht um Schafe. Na, dann machen wir doch erstmal einen Bonus, oder? Klar. Ich habe das 9. Loch immer geliebt. So ha, ist das vielleicht deine Mom? Ja, in manchen Löchern gehen auch Bälle verloren, Freunde. Das ist eine Weisheit fürs Leben. So, of course, Redbeard is charging right in. Okay. Heute schnell, neue Strategien, mit Druck immer. Das wandelnde Schloss, Alter. Schafe! Oh, Dämonen. Wieso will das verbrennen? So, der elektrische Älteste, Fernkampfeinheit, die Blitzkreaturen beschwört, jedem Gegner in einem bestimmten... Okay. Dann mal los. Packesel. Das hier... Mana-Turm werde ich auch brauchen. Los. So, ich schick schon mal einen los und guck mal, was der so machen kann. So, Golfkumpel hat er mitgebracht. Ihr fieser Schlagsstil wird den Dämonen nicht schmecken. Der Highlander. Starke, knüppelschwingende Nahkampfeinheit, die mehrere Gegner treffen kann. Alter, der Highlander. Guck ihn dir an. Ich wollte gerade bei der Macht von Grayskull sagen. Das war bei He-Man und nicht der Highlander. Schönes Schäfchen hier aufsammeln. Wir brauchen noch einen Esel. Ah, Giftwolke, die unser, was, Leichenexplosionszauber hinterlässt. Ja, meine Leute mögen den auch, glaub mal dran. Ey, lass das in Ruhe. Oh nein, Schaf verloren. Das ist mies. Okay, aber da kommt schon der Highlander. Der Axtmann. Was stimmt hier mit den Leuten nicht? Okay, mehr Einheiten bauen, Druck machen. Ey, ich hab den Leuten versprochen, ich mach Druck, also los. Alter, und die mit ihren scheiß Giftwolken und die latschen auch noch alle da durch. Oh Mann. Wie das zweite Schaf brennt. Das dürfte gar nicht. Okay, ich muss mehr Geld machen. Ich muss aus diesem Geldloch raus, was ich irgendwie schon wieder selbst erstellt habe. Ich hab noch keinen. Doch, klar, ich hab den Blitzzauber. Wieso kann ich den Blitzzauber nicht? Ach, weil der kostet noch mal Kohle hier. So, jetzt aber. Hol mir das Gold. Kommst ja zu nichts. Du kommst ja zu nichts sonst. Oh nein, 3 von 8. Sie zünden alle Schafe an. Was sind hier die Missionsziele wieder? 5 Minuten 30. Bringe 8 Schafe zurück zur Bude. Okay. Mehr als 6 Schafe rösten haben wir jetzt auch schon wieder verkackt. Charming, you bastard.
Habe ich eigentlich hier einen Wachturm dabei? Ja. Hey, schon aus, das sollte ein Geheimnis bleiben. Nehmt das wieder weg da. Nein. Okay. No a problem. Not a problem. Aber in der Zeit sammeln die aber kein Gold ein, ne? Okay, dann sollten wir jetzt vielleicht mal ein bisschen warten. Sonst verhebe ich mich nämlich hier schon wieder. This is my axe and this is my beer. This is for fighting, this is for... Los, sammelt ihr mal fix das Schäfchen da? Genau. Was macht der da? Okay, der holt sich noch das Schaf. Das könnte gerade noch so... Könnte gerade noch so hinhauen. Was lernen wir daraus? Wir brauchen jede Menge Schafe. Esel. Esel, nicht Schafe. Wir brauchen Schafe für ein ordentliches Kebab, Leute. Chili und Bertha, die haben Namen? Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Sammelt doch das Gold, Schafe. Esel. Ist doch alles dasselbe, Tier. Komm schnell, Wachturm, Wachturm, Wachturm. Yes. Da schicken wir noch den Highlander hinterher. Holen uns das Schäfchen hier auch noch. Hier noch ein bisschen Gold. So, gewonnen. Gewonnen. Wir haben 6, wir sind so böse. 7, nur noch ein weiterer Flauscheball. Hol es dir. Hol es dir. Nein, nein, nein. Das ist meins. Yes. So, das Schaf gehört jetzt uns. Ihr habt keine Chance. Ihr habt keine Chance. Gott sei Dank. Wir haben die meisten zurück. Der Opa. Der macht erstmal Haier. Es juckt denn alles gar nicht. Naja, eine Minute diesmal nur länger gebraucht. Ja, also das kann man nicht. Ja, jetzt greift einfach mal eine Minute und ein paar Sekunden. Ja, ich weiß. Aber es war doch gar nicht so schlecht. Es war doch gar nicht so schlecht. So. Erhebt eure Steaks, Freunde. Alles klar, ich hoffe, ihr habt alle eure Steaks bereit. Du? Ja? Du auch? Okay. XYBoy207. Hast du auch dein Steak oben? Ja? Okay. Es gibt wahrscheinlich wirklich jemanden auf YouTube, der XYBoy257 oder was weiß ich, wie ich gerade gesagt habe, heißt. Anscheinend eine mysteriöse Lampe. Tja, was ist alles mit dieser Lampe? Oh, a lesson or two. However, Gramps is very persistent about playing a round of sheep golf first.
Oh Mann, ich will nicht immer Schiebgolf spielen. Warum muss ich jetzt Schiebgolf spielen? That's where my super tough buddy McLonglife works. He's the toughest. No really, he's unkillable. Er ist echt der Zähste. Ah, endlich hingesetzt, unser wandelndes Schloss. So, da sind wir also, der Golfclub der Walkürenfelder. Oh Gott, tausche deine Axt gegen einen Golfschläger. Mein Caddy, Mr. McLanglebe, kann dir dabei behilflich sein. Er wartet gleich da vorne. Aha. Oh, McLanglebe, naja, faulenz nicht. Ja, ja. Hey, mit der Lampe, Wikinger! Wenn du so redest, Schreckgespenst, ne? Keiner wird dich ernst nehmen im Leben. Du wirst nie Chef einer großen Firma. Schwarzbart! Okay. Schluss mit den Lügen! Wenn du uns die Lampe nicht freiwillig gibst, holen wir sie uns einfach. So redet der. Ja, dann hol sie dir doch, kleiner, süßer, grüner Imp. Beschwört einen flauschigen Transporter, der befreundete Einheiten aufsammelt, bis er eine gegnerische Einheit trifft. Boah, da kannst du richtig pushen mit dann, oder was? Gegner einfrieren? Alles ist neu, alles ist neu. Aber wie viele Esel hat denn der gerade automatisch gebaut? Okay, ich muss erstmal hier einen Überblick. Okay, das ist der Feind. Das ist der Feind. Noch kann ich gar nichts machen? Doch, klar kann ich was machen. Oh Gott. Ja, Axtwerfer und die erstmal auf jeden Fall. So. Ich baue von dem Geld einen fünften Esel. Das ist langfristig besser. Man braucht nicht mal so lange an der Mine. Es ist... Ja, obenrum ist, glaube ich, erstmal der bessere Weg, oder? Jetzt machen die da unten natürlich Druck. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Da kommen Leute. Das ist nicht schön. Das ist... Jetzt haben die natürlich meine Axtwerfer ein bisschen zurückgedrückt. Das war auch nicht sehr nett. Ich muss weiter defenden. Ich muss weiter defenden. Die wollen jetzt... Okay, ja, gut. Ich traue mich nicht unten, die schon zu provozieren, weil dann greifen die alle meine Esel an. Und das ist im Moment eigentlich das Einzige, was ich habe, Esel. Ich könnte noch hier... Nee, Mana, Highlander. Kostet natürlich Geld, ne? Aber ich brauche auch mal hier einen Blitz, weil wir haben jetzt schon ein bisschen Mana. Das kann ich natürlich auch verballern dann. Solange keiner kommt. Oh, oh. Kommt ja wer. Der große Highlander-Boy. Ich brauche einen neuen Axtwerfer im Turm. Na komm, geh unten lang. Geh unten lang, wir provozieren die jetzt. Ich hole die jetzt da raus. Weil ich muss über kurz oder lang irgendwie dahin. So. Healing. Da oben werde ich gleich einen Wachturm hinstellen. So, jetzt läuft es doch eigentlich ganz gut hier, oder? Zwischendurch mal noch so einen Highlander losschicken. Geil. Jetzt kommen wir schon mal raus hier aus dem Gefängnis. Ja, wir zerstören ein bösartiges Dämonenportal. Gute Arbeit. Moment mal, was ist das? Oh nein, jetzt hat er irgendwie... Oh Gott. Da kommt Rotbart mit seinem... Alligator-Schiff. Eine Sekunde mal. Scroll mal zurück. Scroll mal zurück. Das ist ein Bärengrill 3000, Alter.
Er sieht aus wie der Game of Thrones Stuhl. Wir kümmern uns um die Riesenechse. Wenn wir was gefuttert haben, schmeißen wir ordentlich Fleisch auf den... Was? Oh, ich kenne ein paar Jungs, die wirklich gut mit Fleisch umgehen können. Lass uns zum Grill bringen. Eine wehrlose Heilereinheit, okay. Ja, aber... Ah nein! Ich wollte ihn noch gar nicht bauen. Oh Mist. Naja. Habe ich halt zwei Heiler auf dem Feld. Los, Esel. Hol alles, was du kannst. Wir haben voll viel Geld. Mana-Turm brauche ich gerade nicht. Eigentlich eher einen Wachturm. Beim Barter meiner Großmutter. Das ist, oh Gott! Der Belagerungstroll. Ach du Kacke. Warte mal, wenn ich jetzt diesen Schäfchenball hier auswähle, muss ich dann... Ich wollte gerade drücken. Okay, ich habe ein Missionsziel erreicht. Das ist toll. Wir haben den Fleisch... So. Das Fleisch auf dem Grill. Ich mag mein Zartrosa. Es sollte nicht allzu lange dauern. Ich möchte jetzt gerne nochmal diesen hier. Und wenn ich jetzt... Alter. Okay, shit. Okay. Ich brauche Geld für einen Wachturm, glaube ich. Was riecht denn hier so gut? Oh, Larry, mein Freund. Hilf uns mal diesen Dämonen. Ha, dann springt auch ein Steak für dich raus. Hey, Larry. Klingt gut, lass mich einfach wissen, dass ich gebraucht werde. Super Zauber, O'Larrys Randale. O'Larry läuft durch den Level und jongliert Gegner mit seinem mächtigen Aufwärtshaken. Schlage kontinuierlich nach Gegnern, um Bonusschaden zu verursachen. Alter! Trinke, was geht denn da ab? Das ist ja der Hammer! Alter! Das war mega, oder? Trinke! Ich sollte vielleicht erst einen Mana-Turm noch bauen, hä? Ich habe hier noch so eine Baustelle frei. Was kostet ein Mana-Turm? 180, guck mal. Kann ich auch noch hier den Frostzauber? Ich liebe ja so Spiele. Ich liebe sie ja einfach so. Na komm. Ja, versuch eine große Gruppe auf einmal zu machen, aber... So, das hat er nämlich jetzt davon. Haha! Okay, wir müssen da jetzt einfach durchpreschen und sie zerstören, ne? Was sind das hier? Bonusziel habe ich wieder nicht geschafft. Ich bin schon bei 6 Minuten 9. Naja. Wieder ein schönes Item erhalten. Hier liegt noch mal ein bisschen extra Gold. I am the defender of the desert. Ich würde gerne mal... Soll ich die jetzt einfach mal schon durchdrücken? Oder... Haben die jetzt schon einen Heiler dabei? Nee, ne? Mach ich noch einen Heiler?
Und nochmal so ein. Und dann rollen wir das Ding nochmal. Sehr schön. Ja, fix einen Wachturm aufgestellt. Komm schon. Ich vergesse aber auch oft, dass ich so Mana und so ein Zeug habe. Ne? Sehr schön. Guck mal, da bin ich ja schon dran am... Oh nein! Sie haben sich erschreckt. Vor was denn? Ruhe ist. Guck mal, er schmeißt leckeres Fleisch, damit die alle satt sind und geheilt werden. Boah, was war das für ein Geräusch, voll laut? Jemand Lust auf ein riesiges Echsensteak? Haha! Nach endlich all der Abenteuerei gibt es Fleisch. Hey, Rotbart, schau mal, mein neues Schiff. Gnagna. Mein Schiff? Das ist halt, du bist ein toter Mann. Du meinst wohl reicher Mann. Einige Sultans auf der anderen Seite des Ozeans bezahlen ein Vermögen für diese Lampe. Aha, du hast mein Schiff und meine Lampe gestohlen. Das wirst du bereuen, Schwarzbart, das verspreche ich dir. Walter Schwanzbart. So, was? Ich kann dich nicht hören. Dein Schiff ist so laut. Was für ein Arsch. Ich weiß genau, wohin mit der Lampe unterwegs ist. Er bringt sie zum Anführer der Perser. Albart. Das ist ein mächtiger Sultan, der die Lampe einsetzen will, um der Bevölkerung seinen Willen aufzuzwingen. Frechdachs. Mir egal, er hat mein Schiff. Okay, vielleicht ist mir nicht ganz egal. Ah, da habe ich wieder knapp fast 3 Minuten länger hier, 2,5 Minuten länger gebraucht, ne? Meisterkopf weiß ich nicht, aber O'Larrys Randale war ja mal wohl geil, ne? Ist ein super Zauber. Schneesturm ist eigentlich auch super cool. Schäfchenball, ja. Kann man auch machen. Ist eigentlich alles gar nicht so schlecht. Oh, es geht über den großen Ozean, Freunde. Wollt ihr mit mir reisen über den großen Ozean? Dann schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein, Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao.